Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem mega Minecraft Let's Play. Letzte Folge haben wir weitergemacht oder haben wir angefangen hier oben das auszubauen. Hier diesen Raum. Damit werde ich dann diese Folge weitermachen, denke ich mal. Gestern kam übrigens kein Video, weil ich krank war gestern, irgendwie nur an einem Tag. Das klingt strange, aber es ist so. Irgendwie. Ich wollte halt gestern was auf. Ich wollte eigentlich schon vorgestern was aufnehmen, dachte mir so, nee, machst du morgen. Und dann wollte ich halt gestern auch was aufnehmen. Und dann kam mir was dazwischen, blibablub. Und als ich dann das endlich machen wollte, bin ich einfach irgendwie krank geworden. So legit komplett krank, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie Kopfschmerzen und allen möglichen Stuff. Und ja. Egal, heute geht es mir wieder besser, deswegen nehme ich jetzt diese Folge auf. Unfassbare Sachen, aber deswegen kam auf jeden Fall heute slash gestern kein Video. Für die, die jedes Video dieser Serie hier verfolgen. Ich weiß nicht, ob das viele sind, ob das überhaupt irgendjemand ist. Die Videos haben ja aktuell nicht so dermaßen viele Aufrufe. Vielleicht irgendwann mal, aber probably not. Anyways, ja, deswegen kam gestern kein Video. Oder heute, oder also für mich heute, für euch gestern. Ja, heute geht's mir auf jeden Fall wieder besser. Ich habe irgendwie immer noch ganz leichte Kopfschmerzen. Aber. Das ist halt so leicht, dass ich es kaum merke. Irgendwie nur wenn ich meinen Kopf schnell bewege, dann merke ich es halt. Anyways, ja. Ich muss aber auch sagen, gestern der Tag, das hat mich. Ich bin so jemand, den es halt stört, wenn ich irgendwie so, wenn ich mir so vornehme, ja, heute bist du produktiv und machst irgendwas, so, und es dann nicht machen kann, weil, keine Ahnung, krank oder so. So stört. Warum habe ich diesen komischen Bug eigentlich immer noch? Und immer wieder, das ist sehr komisch. Das ist irgendwie, dass man durch die Welt gucken kann. Anyways, und mich stört es immer sehr, wenn ich nicht produktiv sein kann, obwohl ich produktiv sein will, so sag ich mal. Und das ist mir gestern gar nicht so aufgefallen, aber ich konnte mich irgendwie nicht richtig konzentrieren. So, also ich war so unkonzentriert die ganze Zeit über und deswegen habe ich nichts fertig gekriegt. Und ja, ich habe gestern legit nichts Produktives gemacht oder geschafft oder so und das hat mich richtig geärgert. Und, ja. Anyways. Aber heute ist ein besserer Tag. Haha. Und heute kann ich wieder aufnehmen oder nehme ich wieder auf und damit habe ich schon mal irgendwas Produktives an diesem Tag heute geschafft. Ursprünglich wollte ich gestern auch an der Mod weiterarbeiten, an der ich aktuell noch arbeite, von der ich glaube ich auch in einem Video so gesagt habe, so. Hoppala. Ich habe irgendwie gesagt, ja, das Video sage ich schon, ja, die Mod ist eventuell dann schon raus, wenn das Video rauskommt, aber ja, nein, noch nicht. Oh, ich bin bei voller Hungerleiste sogar. Mache ich gerade, ich bin verwirrt. Ah ja, genau. Was mache ich gerade? Ha, verwirrt sein. Also nein, ich habe die Mod noch nicht fertig. Es stellt sich heraus. Das ist ja so ein absolut typisches Ding. Ich entwickle die Mod hier mit Minecraft Forge, logischerweise. Damals hat man als Modloader gemacht, aber das ist jetzt ja quasi der neue Modloader, Minecraft Forge. Und ich wollte halt mir einen Custom Crafting Table einfügen, die Mod. Also einfach einen, also quasi wie ein Standard Crafting Table, nur halt eine eigene Version quasi. Einfach so ein Custom Crafting Table halt. Und es stellt sich heraus, dass es geht. Unfassbarerweise. Ja, es ist sehr überraschend natürlich, dass man sowas machen kann. Unglaublich. Aber das Ding ist, man muss dafür halt ein Fenster öffnen, so ein Inventarfenster. Und das kann man halt auch mit Forge machen, alles gut und schön. Und dann gehst du so auf die offizielle Forge-Dokumentationsseite, die erklärt, wie das funktioniert. Und Forge und die Seite nur so. Mehr zum Thema, wie man diese Inventarfenster öffnet auf der eigenen Seite, die man hier findet. Dann klickst du auf den Link. Und die Seite existiert einfach nicht. Im offiziellen Wiki. So, danke. Das ist so ziemlich die einzige verlässliche Quelle, die ich habe, um zu verstehen, wie Forge funktioniert. Aber. I guess not. So. Wieso will ich eigentlich keinen Hunger leiden? Okay, ist so schwer. Ich würde schon sagen. Nicht, dass das Spiel ja nicht auch schwer ist, Hammer. Setze ich schon mal Scheiben ein. Komm, ich setze auch schon mal Scheiben ein. Ja, das hat mich einfach gestern wieder schön getriggert und getiltet und I don't even know. Wie machen wir das jetzt hier? Buddeln wir uns einfach durch. Ja, I guess so. Machen wir einfach mal so. Ja, ich habe glaube ich auch schon angeschnitten, dass ich eventuell dann keinen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe in dem letzten Video. Ich glaube, ich meine, ich habe es auch schon im Video erwähnt, dass ich dann eventuell kein Custom Crafting Table einfügen werde. Und
Und es bleibt dabei, ich weiß nicht, ob ich es hinkriegen werde, das Ding einzufügen, weil ich nicht wirklich viel Dokumentation so finde. So, mittlerweile habe ich gestern halt nach langem Suchen, habe ich gestern tatsächlich ein paar YouTube-Videos gefunden mit irgendwie 30 Aufrufen pro Video. So richtig underground unbekannte Videos. Das sind die einzigen zwei Videos, die dieses Thema irgendwie erklären. Mit zwei Videos, die ich da gefunden habe. Es ist schon irgendwie echt traurig, dass das Forge so schlecht dokumentiert ist. Ja. I don't know. Kannst halt nichts dran ändern, I guess. Wie hab ich das hier gemacht? Gehen die Fenster bis. Ja, okay. Ich weiß nicht genau, wo hier überall der Berg ist. Well. Well, well. Ja, hallo? Ah. Ja, ich baue das einfach wieder zu. Dann kommt hier kein Fenster hin. Ich weiß noch nicht so genau. Aber hier kommt noch ein Fenster. Ja, okay. Das sieht vielleicht ein bisschen doof aus, wenn nur auf der einen Seite Fenster ist und da unten auf beiden Seiten Fenster ist, aber ich will jetzt nicht den natürlichen Berg komplett zerstören, nur weil ich dann Fenster hin haben will. I don't know. Ich will den Berg schon noch so relativ erhalten, sag ich mal. Ja, Eisen. Haben wir direkt zwei. Ich werde eh noch ein paar Spitzhacken brauchen. So. Hier war das, oder? Ja. Sehr gut, ich komme auch bis in den letzten Block ran. Okay. Hier kann ich auch noch Fenster reinbuddeln. Hoffentlich. Die 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 5 Blöcke weit kann man graben, I hope. Jawohl. 3, es sind wieder 5. Sehr gut, das sind 6. Also da, ja, okay. Sieht auch irgendwie okay aus, ich weiß nicht. Es sieht ein bisschen strange aus, weil hier halt keine Fenster mehr sind, aber I mean, es ist halt ein Haus mitten in einem Berg. Also, es ist okay, I guess. Anders kann ich es halt nicht wirklich machen. Bisschen. Ist es symmetrisch? Es ist sogar symmetrisch. Nice, immerhin ist es symmetrisch. Jetzt bin ich happy. Ja, das habe ich doch eh schon mal gesagt. Ich plane hier so einen Turm zu bauen, bis nach ganz oben im Berg. Mehr oder weniger. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen aussieht, wenn es fertig ist. Ich habe keinen Plan. Wir machen es einfach mal. Danach als nächstes Projekt bastel ich vielleicht wirklich eine Mobfarm oder so. Also was ich auf jeden Fall vorhabe, ist mir noch ein Enchantment Table zu herzustellen. Habe ich den schon gebaut? Ich werde überlegen, aber ich glaube, ich habe den sogar schon gebaut. Ich glaube nicht. Halt ein Enchantment Table mit Bücherregalen, das habe ich eh schon länger vor, das habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich. Schon mehrfach normalerweise. Ja, aber nur eine Mobfarm wäre halt auch richtig nice, logischerweise. Für, keine Ahnung, alles mögliche. TNT, Pfeile, Bögen, Rüstungsteile teilweise, weil die Mobs mit Rüstungs bauen können. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 3, 4, das dürften jetzt 5 sein gleich. 1, 2, 3, 5, ja. Richtig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in den nächsten paar Folgen erstmal das Haus bis nach ganz oben hochbaue. Das wäre vielleicht sogar smart. Ich glaube, das mache ich, weil dann habe ich schon mal jede Menge Cobblestone und kann daraus dann später die Mobfarm bauen halt. 2, 3, 4, yep, jetzt haben wir das Problem, dass der Berg hier endet. Interessant, okay. Ich buddel das einfach mal so auf, I guess. Soweit, Ah, ich habe so eine Schaufel dabei, ich bin doof. I'm officially doof. Yes. Okay. So. So und
Okay. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sieht gut aus. Okay. Dann ist das hier weiterhin symmetrisch. Hab ich noch Fackeln? Ich habe, glaube ich, gerade keine Fackeln dabei. Außerdem muss ich das mal eben machen, sonst vergesse ich es wieder. Ich habe es gerade schon im Hinterkopf, glaube ich, muss unbedingt das Zuckerrohr mal aufsammeln gehen hier. Weil es mittlerweile schon alles gewachsen ist und wir werden eh richtig viel Zuckerrohr brauchen. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr anpflanzen muss, aber ich glaube, das wird nicht nötig sein tatsächlich. Aber halt, ja, das gewachsene Zuckerrohr halt aufsammeln wäre logischerweise smart. Für Bücherregale. So. Das haben wir. Und jetzt machen wir weiter. Oh, was? Hä? Was geht hier ab? Seit wann schweben hier irgendwelche Sonnenblumen? Hä? Seit wann schweben hier Sonnenblumen? Aber vor allem auch nur dieser Sonnenblumenkopf von der Pflanze quasi. Nur die Blüten. Sind das die Blüten? Das sind die Blüten, oder? Ich hoffe, das sind die Blüten. Ich bin doof. La la la, ich bin offiziell doof. Anyways, okay. Außerdem wollte ich, glaube ich, das wollte ich so gemacht haben, wenn ich das recht in Erinnerung habe, wo ich hier gerade vorbeilaufe. So, was stand jetzt an? Genau, weiter da oben. Im Obergeschoss arbeiten. Ich habe, glaube ich, auch schon, hatte ich nicht angekündigt, dass ich bald so Hitman, ein paar Hitman-Videos hochladen werde. Das habe ich, glaube ich, auch schon angekündigt, aber ich habe es noch nicht gemacht. Vor ein oder zwei Videos, also ich habe noch nichts dazu aufgenommen. Vielleicht nehme ich irgendwie die Tage auf, also heute oder morgen oder so. Oder vielleicht auch erst noch später. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, im letzten Video auch schon gesagt, bald stehen meine Klausuren an. Also ja, da habe ich generell etwas weniger Zeit dann wahrscheinlich. Dann wiederum sage ich immer so, oh nein, ich muss unbedingt noch lernen und lerne nicht, weil ich mache es einfach nicht. Kommt das öfter mal vor. Und. Okay. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier buddeln muss. Um ehrlich zu sein. Egal. Ich mache einfach mal. Ihr solltet doch eh gleich wieder die Wand irgendwo enden neben mir, oder? Die Außenwand und dann. Oder nicht? Ich weiß gar nicht genau. Wie habe ich das letzte Mal gemacht? Habe ich nicht einfach wie ein Loch von hier nach oben gebuddelt und dann. Und so? Ich glaube schon. Falls ich es anders gemacht habe, ist mir egal. Ich mache es einfach. Jetzt mache ich es einfach so. Whatever. Funktioniert auch. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen reinfalle, weil ich doof bin. Was vorkommen soll. Aha, sieht gut aus. Hoppala. Okay. So. Falsche Spitzhacke. Jetzt müssen wir es einfach nur noch aushöhlen hier. Und dann ist bald das nächste Stockwerk auch noch fertig. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hier noch draufsetzen müssen, um ehrlich zu sein. Also allzu viel kann es eigentlich nicht sein. Kann ja mal nächste Folge oder so, kann ich mal gucken, wie viel ich noch nach oben muss, um quasi bis zur Spitze vom Berg zu kommen, weil ich glaube, so hoch würde ich das Ding bauen, bis ganz zur Spitze. Ja, also diesen Turm, sag ich mal. Ich glaube, es sieht sonst irgendwie doof aus, wenn dieser Berg einfach höher ist als der Turm selber. Und ich habe ein Monster. Ich hoffe, dass es nicht in meinem Haus ist. Ich glaube, ich sollte einfach mal schlafen gehen. Dann erledigt sich dieses Problem von selbst, höchstwahrscheinlich. So. Ich weiß noch nicht genau, ob es hier drin eventuell sogar. Oh nein. Ob es hier drin eventuell zu dunkel ist. Dass hier drin auch Monster spawnen können, weil das ist ja schon ein paar Mal passiert. Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Okay. Wo bist du? Da. Hallo. Hallo. Und tschüss. Mein Inventar ist voll. So, keine Ahnung, wenn man das wegschmeißen. So, was soll ich machen? Genau, mich hinlegen. Mich hinlegen wollte ich mich. Und dann gehen wir wirklich wieder hoch. Ganz oben. Es stört mich, ich muss sagen, es stört mich ein bisschen, dass hier Scheiben sind und da keine. Aber so optisch beim Hochklettern von der Leiter, aber ja, keine Ahnung. Ich
Ich werde damit leben können. Ich hoffe, ihr könnt damit auch leben. So, und die Reihe werden wir noch zu Ende abbauen. Und ich denke mal, danach ist es Zeit für euch, dieses Video zu verlassen, weil es zu Ende gehen wird. Das war irgendwie eine sehr komische Formulierung. Aber ja, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Bis zum nächsten Video hoffentlich. Ich hoffe, ich sehe euch wieder. Wir haben die 15 Minuten zur Folge schon wieder voll. Und damit sage ich nur... Quitt euch!